Das ist Fienchen. Fienchen hat zwei Schwestern und sie möchte später mal Reiseführerin werden. So, ich führe Sie heute mal durch London, zeige Ihnen so ein paar Sachen. Und ja, vielleicht können Sie dann ja mal öfters mal eine Reise nach London buchen. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn London ist eine sehr schöne Stadt. Fangen wir mal klein an. Also das ist eine rote Telefonzelle. Die benutzt fast keiner mehr. Das ist aber egal. Und ja, die stehen ziemlich oft und auch verstreut in London. Und ja, die sind eins der Wahrzeichen von London. Und rot ist die Farbe von London. Das hier sind unsere Busse. Die sind auch rot und meistens hängt da auch noch Werbung. Und ja, wie schon gesagt, rot ist die Farbe von London und das sind unsere Doppeldeckerbusse. Hier hinter mir sehen Sie den Big Ben. Den kennt jeder und das ist auch Londons berühmtestes Wahrzeichen. Neben dem Buckingham Palace. Und hier ist das After Eight House. Da kommt unsere After Eight Schokolade her, also die Schokolade, die nach Minze schmeckt. Und ja, da wird sie halt eben hergestellt und dann in ganz Europa und auf der ganzen Welt geliefert. Und wenn Sie hier durchs Fenster schauen, dann sehen Sie die Skyline von London und die Tower Bridge. Fienchen möchte später unbedingt mal Reiseführerin werden. Bis dahin hat sie aber noch ein bisschen Zeit. Jetzt zur Zeit spielt sie mit ihren Schwestern, kümmert sich um die Schule und dann irgendwann in den nächsten 10 Jahren geht's denn los mit der Ausbildung. Ihr seid ja immer noch da. Ja, ich habe euch alles gezeigt jetzt von London. Und ich hoffe, ich habe euch London so ein bisschen schmackhaft gemacht für die nächste Reise. Ja, das war's eigentlich auch schon mit der Führung. Ja, noch einen guten Aufenthalt in London und bis vielleicht beim nächsten Mal. Tschüss!